Hallo, mein Lieben. Sicherlich kennst du das Problem. Du bist gerade mit der Overlock am Nähen und diese setzt mal wieder die Stiche aus. Das ist sehr ärgerlich. Deshalb zeige ich dir jetzt in diesem Video, wie du das Problem beheben kannst und auch noch deine Nerven damit schonen kannst. Also, wenn die mal wieder die Stiche auslässt, dann ist der erste Gang einmal zu schauen, wie das Garn eingefädelt ist. Also, du fängst hier oben an und jetzt hier anfängst, einmal zu schauen, ist die hier oben auf einmal richtig eingefädelt auf jeden Fall. Und dann kommen wir nämlich hier zu dieser Stelle, wo das ist sowieso wie so eine Klammer hast du hier oben. Denn hier hatte ich nämlich auch schon mal das Problem, dass sich der Faden aus Versehen einmal hier rumgeschlungen hat und ich das nicht bemerkt hatte beim Einfädeln und dass ich dann ganz normal weiter eingefädelt habe. Auf jeden Fall lag hier das Problem. Hier musst du auf jeden Fall darauf achten, dass der wirklich schön sauber drin hängt, auch beim, also beim Einfädeln. Nicht einfach nur so halb da reinfädeln, also jetzt so machst du einfach mal eben so, dass er nicht wirklich da drinnen hängt, dass er halt hier locker hängt. Auf jeden Fall hier darauf achten, denn hier ist oftmals dieser Knackpunkt, dass sich hier das Garn nicht richtig, dass das Garn hier nicht richtig eingefädelt ist. So, dann zur nächsten Station, einmal hier die Fadenspannungsplatten. Hier musst du auch schauen, dass der Faden genau zwischen diesen Platten liegt. Hier gibt es auch oftmals einen Knopf, womit du alle Fadenspannungsplatten einmal öffnen kannst. Dann kannst du auch hierher gehen, einmal an den Faden ziehen, dass der wirklich zwischen diesen Platten sich legt und dass der Faden hier nicht einfach beim Nähen wieder rausfluppt sozusagen. Dann kommen wir hier zu der Station. Hier musst du auch darauf achten, hier ist ein, da drin siehst du einen Greifer und hier muss auch der Faden richtig schön eingefädelt werden. Und dann kommen wir hier, aber das wirst du ja dann, das ist ja das, was man direkt sieht beim Nähen. Hier darauf achten, dass der Faden richtig schön in den Ösen ist, aber dass sich hier auch nichts um die Nadel rumgeschlungen hat. Wenn du das Garn jetzt einmal kontrolliert hast und es, die Overlock lässt noch immer Stiche aus, dann kommen wir zum zweiten und zwar sind das die Nadeln. Wenn du gerade frisch Nadel eingesetzt hast, und die Overlock lässt noch immer Stiche aus. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber da empfehle ich dir, setz einfach nochmal neue Nadeln ein. Denn es kann auch hier passieren, dass die Industrie, dass du gerade einfach doofe Nadeln erwischt hast, die nicht sauber geformt wurden, beziehungsweise du hast dann einfach einen kleinen doofen Fehlkauf gemacht mit diesen Nadeln. Also hier empfehle ich dir auch, einfach nochmal neue Nadeln einsetzen, denn das hilft auch sehr oft. Und wenn du schon mal beim Einsetzen bist, musst du auch hier drauf achten, dass die Nadeln sauber eingesetzt werden. Das heißt, du musst das Schräubchen wirklich komplett öffnen und die Nadeln komplett bis zum Anschlag nach oben stecken. Hier hast du auch irgendwie so kleine Ringe und die müssen so weit, wie es nur geht, nach oben stecken. Also hier hast du dann eine Anschlagmarkierung, die dir zeigt, so weit muss die Nadel in die Overlock eingesetzt werden. Denn wenn die Nadeln nicht richtig eingesetzt werden, dann können die Schlaufen bzw. die Nadeln können dann nicht richtig die Fäden packen und hier kommt es dann auch immer wieder zur Aussetze. Wenn du jetzt die Faden kontrolliert hast und die Nadeln kontrolliert hast und es ist und den Overlock setzt noch immer die Stiche aus, dann empfehle ich dir einfach mal hier reinzuschauen in die Overlock. Man sieht, meine ist gerade auch nicht wirklich schön sauber. Aber hier empfehle ich dir auch nochmal einfach mal die Overlock auseinanderzunehmen. Das heißt, die Fäden rausnehmen und auch mal hier richtig komplett alles zu reinigen. Wenn das alles nichts hilft, dann empfehle ich dir einfach mal einen Gang zum Fachhändler zu machen und dann den dein Problem schildern und sagen, guck mal hier, die lässt immer wieder Stiche aus. Kontrollier bitte mal. Denn es kann auch sein, wenn du jetzt eine Overlock hast, die schon ein bisschen älter ist und die zum Beispiel im Keller lag sehr lange, das heißt durch die Kälte, oder wenn du deine Overlock immer wieder ändern musst, das heißt normal steht die im Keller und zum Nähen holst du sie immer hoch ins Wohnzimmer. Das ist natürlich ein enormer Temperaturunterschied für die Overlock und das sollte man im Normalfall eigentlich nicht machen, denn dadurch kann es passieren, dass die Fadenspannungsplatten sich mit der Zeit ändern. Das heißt, ich empfehle dir auch immer wieder die Overlock dort, wo du viel nähst, auch stehen zu lassen. Also nicht immer wieder von Raum zu Raum, beziehungsweise diesen großen Temperaturunterschied zu haben.
Denn es kann hier passieren, dass die Fahrspannungsplatten sich hier verkrummeln mit der Zeit. Und das kann man nicht selber beheben. Hier muss dann wirklich der Fachhandel, also der Fachmann ran, der das natürlich dann beheben kann. Bevor du die Overlock aber zu einem Fachhändler gibst, empfehle ich dir auch nochmal zu dem Erneuern von den Nadeln auch mal hier zu schauen, wie das Overlock-Garn überhaupt gezwirnt ist. Denn es gibt auch hier Unterschiede. Und zwar habe ich hier ein Overlock, ein sehr hochwertiges Overlock-Garn, was sehr fein gezwirnt ist. Das heißt, also wenn du genau hinschaust, die sind ganz fein ineinander, also auch richtig schön glatt ist das Garn. Und dann habe ich hier ein Garn, was etwas grober gezwirnt ist. Hier kann das dann auch manchmal passieren, dass die Overlocks das nicht so gerne mögen. Also hier so etwas günstiges Overlock-Garn erkennst du daran, dass es sehr grob gezwirnt ist und auch nicht sauber. Denn es kann auch hier manchmal passieren, dass zwischendurch kleine Knötchen auch hier wirklich deutlich zu sehen sind. Und da lass dann bitte die Finger davon, denn das ist kein qualitativ hochwertiges Overlock-Garn. Also greif lieber hier ein bisschen tiefer in die Tasche und besorge dir auf jeden Fall hochwertiges Overlock-Garn, denn damit hast du auf jeden Fall viel mehr Spaß mit der Overlock zum Nähen. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video wieder ein wenig weiterhelfen. Falls du auch irgendwelche Fragen haben solltest rund um das Thema Overlock, also wenn du auch irgendein Problemchen hast, dann schreib mir diesmal gerne unten in die Kommentare. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Video. Deine Jana.